Wo? Da waren wir schon. Hier ist noch eine Scroll of Wisdom. Möchtest du die haben? Nimm mal mit. Können wir ja beide einsetzen. Ja. Identifizieren. Oh, hier sind mal Gegner. Ja, ich hab hier auch Gegner. Jede Menge Gegner. Wie komme ich denn hier? Oh ja, ich habe hier auch. Oh nee, nicht schon wieder so ein super starkes. Ja, renn doch. Komm her. Naja, so super stark ist er jetzt nicht. Ja, der war braun. Vielleicht sind wir overleveled. Hier ist ein Zepter mit drei blauen. Zepter mit drei blauen? Ja. Nehme ich dann mal mit. Aber eigentlich habe ich ein ganz gutes Zepter drauf. Vor allen Dingen habe ich auch ein magisches Zepter drauf. Ich muss mal eben leveln. Momentchen. So. Hier ist auch nichts. Da unten muss da noch eine Passage sein. Hier, gell? Bist du hier über die Brücke schon mal drüber gegangen? Hier hoch? Nee, ne, wahrscheinlich noch nicht, ne? Hä, was ist denn das jetzt? Was jetzt? Refund Points Left? Was redest du? Refund Point Left, Points Left steht da bei mir. Boah, Alter, was bist denn du hier schon wieder abgehauen? Wo steht denn das mit dem Refund Point Left? Auf dem Skillbaum. P steht bei mir oben. 2 Refund Points Left. Oh ja. Ich hab mal auf daneben geklickt. Kann ich hier, aber ich kann nichts mehr auswählen. Ah, du kannst, haha, du kannst welche wegnehmen jetzt. Du kannst quasi was ändern. Ah. Okay. Falls man Sachen ändern möchte. Okay, verstehe ich. Sehr gut hier. Wieder ein Zett. Mein Gott, wie viele Zett fallen denn hier? Unglaublich. Für mich fällt nur Scheiße. Am Anfang sind ganz viele Wands gefallen. Ja, aber nur Scheiß-Wands. Ja, das sind auch alles Scheiß-Zepter. Keine Magie-Wands oder so. Ein einziges Blau. Es reicht, sind alle ja, weg. Ja, ich weiß. Knife, Splinter Tower Shield, Darkwood Scepter. Nehmen wir nur noch blaue Gegenstände mit jetzt, ab sofort. Ja, ich auch. Ich bin nicht grün, blau. Oh, geil. Guck mal. Was? Guck mal, guck mich an. Du brennst. Geil. Was zum Henker ist das denn? Das war auf irgendeinem Orb. Geil. Wo muss ich denn lang hier? Du glühst ja wie so ein blöder Glühheini. Voll geil. Ich muss mal eben ein bisschen umsortieren hier. Warte mal, irgendwo müssen wir hier lang. Und da ist noch hier. Und hier... Da ist nix drin. Ja. Haben wir eigentlich irgendwo noch, da hinten haben wir noch was übersehen. Oh Mann, die Karte hier ist aber schon ganz schön Labyrinth. Mhm. Wow. Wie bist du da jetzt hingekommen? Alter.
Hier durch. Da. Hier ist nichts mehr. Ne, da waren nur Gegner. Den ganzen Weg zurück waren noch sau viele Ecken, die wir nicht erkundet haben. Ah, okay. Weil da hinten sind auch noch jede Menge Bereiche, die wir nicht erkundigt haben. Ja, wollen wir erst hier lang oder erst hinten lang? Nö, gehen wir erst hier lang. Hier sind Barrels. Hier ist leer. In denen nichts drin ist. Da ist leer. Oh, mein Hintern schläft ein, Junge. Oh, ist schon eingeschlafen. Ah. Oh, ist das unangenehm. Hier ist ein Amulett. 3% Live-Regeneration pro Sekunde. Wo habe ich das denn jetzt hin? Weiß ich da. Nicht. Live-Regeneration per Seconds. Ja. Ach so, kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Willst du das? Weil ich Increased Mana Generation Rate habe. Ich habe ein etwas besseres, weil ich habe eins, das macht zwar nur 2,7 pro Live-Regeneration pro Sekunde, aber dafür noch 3% Increased Armor zusätzlich. Ah, okay, hier geht's weiter. Da geht's in den nächsten Bereich, ne? Ja. Ja. Und hier ist nichts mehr. Dann nochmal zurück. Ach, jetzt lasse ich die Karte aber auch mal ausgeklappt, ey. Ja, lasse ich die ganze Zeit. Sonst läufst du ja nur durch die Gegend, ohne zu wissen, wohin. Ja, ich find's halt eigentlich immer schöner, wenn die nicht ausgeklappt ist, weil du mehr vom Spiel siehst, aber... Ja, sie ist aber eigentlich sie akzeptabel in solchen Dingern. Also, ist gut gemacht, die Karte, gar keine Frage. Oh. So, also hier haben wir noch ein paar Passagen. Also so ist das nicht. Sei denn später, als ich die Karten auswendig kannte. Wobei bei Diablo 3 ja zum Beispiel die Karten auch zufallsgeneriert waren. Die waren zwar immer die gleichen. Hier ist noch ein Flooded Depths. Müssen wir da lang? Ja, wir müssen zu den Flooded Depths, aber da können wir dann... Hier ist sonst nichts mehr. Die Diablo-Karten waren zwar alle zufallsgeneriert, aber du hattest ja die gleichen Sachen immer drauf und dann habe ich die nachher nicht mehr ausgeklappt. Weil irgendwann kannst du die ungefähr. Da ist nichts, ne? Ne, hier ist nichts mehr. Also jetzt komplett die Karte? Ich glaube ja, ne? Nee, da oben ist noch. Ah, warte mal, oder? Ja, wie kommen wir da hin? Ich gehe mir nach. Ah, da, ja. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ganz zurück. Das ist aber blöd, dass so Wegpunkte hier nicht richtig eingezeichnet sind. Wie Wegpunkte? Naja, diese Flooded Depths zum Beispiel. Ja, ja so, das stimmt. Da muss man schon wissen, wo man hin will. Hier ist nix. Hier ist ein Trunk. Da ist ein Bench, ein Bow. Weltwest, Bench brauchen wir nicht. Okay, wir sollten strukturierter durch die Karte latschen, immer. Ach, ich hab dann bei Diablo auch mal quer durch den Garten. Hier ist aber auch nichts mehr. Das haben wir alles, oder? Ja. Nee, oben ist noch was. Wo? Nee, nee, da ist nur der Wegpunkt. So, nee, doch, da oben geht's ja nicht mehr hoch. Nee, okay. Da ist doch, da kommen wir doch her. Ja, ist ja gut. So, jetzt müssen wir aber irgendwo. Da lang. Oder eben Pioneer's Gate, müssen wir beides. Wo war jetzt dieses. Unten links waren die. Ja. Hier Scheiße, irgendwo? Ich finde da 1 und ich krieg Hunger, das ist doch ein Kacke. Nee, ja, hier. Folgen Sie mir unauffällig. Ach da. So weit runter. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Okay. Geflüteten Höllen. Nee, die geflüteten Pfade, Tiefen. Die Flooded Deeps, also die geflutet, die gefluteten Tiefen. Ich komme da.